Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und ihr kennt sicher auch das Problem, ihr habt eine Baumhecke oder andere Hecke und dann habt ihr irgendwann einen Haufen Moos. Bei mir ist das Moos schon weg, weil ich ja mit Naturdünger und Bodenverbesserer arbeite. Dann könnt ihr zum Beispiel jetzt hergehen und bei unseren Vertikutierer ausleihen. Das ist jetzt unser kleiner Benziner. Leider wird er nicht mehr gebaut. Das war das einzige gute Gerät von der Firma Wolf, was es gibt, meiner Meinung nach. Und dazu zum Wegrechen so einen Profi-Laubrechen, so einen großen würde ich empfehlen. Weil mit den kleinen Laubrechen verhungert so, wie wenn du das Moos danach wegtun möchtest. Also bei mir werden wir jetzt bloß ein bisschen auflüften, kann man auch machen. Wichtig ist wie jetzt, es sollte staubtrocken sein. Weil wenn es nass ist und ihr vertikutiert, dann wird es die ganze Wurzel und den Rasen mit rausreißen. Also erste Voraussetzungen staubtrocken und ich würde euch empfehlen, nicht vor April. Also jetzt ab April kein Problem, weil meistens hat man Lücken und da muss man nachsehen und dann ist sinnvoll, dass es entsprechend warm genug ist, dass man auch nachsehen kann. Starten vom Vertikutierer, Hebel ziehen, auf Kaltstart gehen, nachher geben wir auf Betrieb oder wenn er schon warm ist, gleich auf Warmstart. Zum Vertikutieren stellen wir dann hier runter und da kann man noch die Höhe einstellen. Wichtig bei der Höhe, nur so tief vertikutieren, maximal 5 mm. Weil sonst ist das gleiche Problem, ihr macht den Rasen kaputt und reißt ihn raus. Schmeißen wir jetzt an. Also einmal mindestens drüber gehen, wenn mehr Moos ist, zweimal, also längs und quer. Und man kann auch noch diagonal geben, wenn es sehr viel Moos ist. In dem Fall ist ja nicht so viel, da würde eigentlich einmal theoretisch auch reichen. Aber wenn ihr mehr habt, dann entsprechend nicht so, dann entsprechend öfters drüber gehen. Mit dem Laubrechen könnt ihr das Material schön wegtun. Aber wie gesagt, da ist so ein großer zu empfehlen. Da geht es wesentlich flotter. Man könnte es entweder unter die Hecke tun, ist gut für die Tierwelt. Oder ihr könnt es natürlich auch in Säcken tun oder kompostieren. Also ich tue hier ein bisschen was unter die Baumhecke, dann freuen sich die Vögel und die anderen Tiere, wenn sie ein bisschen was haben zum Verkriechen und zum Nestbau für die Vogelnester. Also das ist mit dem Profi-Laubrechen eine super Sache. Ich verlinke euch den auch im Anschluss vom Video, könnt ihr bei uns bestellen. Wir verschicken den alle aus versandtechnischen Gründen, weil sonst braucht man so viel Verpackungsmaterial, nur das Teil alleine. Aber ihr könnt dann einen ganz normalen, handelsüblichen Besenstiel nehmen und einfach reinschrauben, fertig. Kann ich euch empfehlen, gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt der große, da geht es halt wesentlich schneller. Ja, und Vertikutierer könnt ihr, wenn ihr in der Nähe habt, bei uns auch ausleihen, wenn ihr jetzt keinen kaufen möchtet. Kann ich euch auch empfehlen. Sonst könnt ihr natürlich gerne auch bei uns kaufen. Also Benzin-Vertikutierer, wenn man einen vernünftigen haben möchte, ist halt nicht so ganz billig. Deswegen leihen den viele Kunden auch aus. Wenn es euch gefallen hat, macht es gefällt mir, liked es mir, abonniert es mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.